Also als das Thema Rollstuhl kam, da war das so, ich fühlte mich so eingeschränkt. Irgendwie alles muss 100-mal besser geplant werden als vorher. Und ich habe gedacht, eigentlich versuche ich mir zu beweisen, dass es halt eben doch geht. Wir reisen total gerne, wollen uns eigentlich nicht einschränken lassen. Das heißt, wir versuchen nicht irgendwie nur barrierefreie Plätze zu finden. Da spielt der Greifreifen natürlich auch eine große Rolle, weil der Gecko durch seine hohe Griffigkeit mir ein enormes Gefühl der Kontrolle vermittelt. Besonders so auf unebenen Untergründen. Also Städte haben ja häufig Kopfsteinpflaster, Wiesen, Schotter. Ist alles kein Problem und ich kann mich super fortbewegen. Da ich den ja jetzt schon ein halbes Jahr fahre, würde ich sagen, der hat schon eigentlich alles erlebt, was so ein Greifreifen erlebt haben soll. Im Winter minus 10 Grad und Schnee, jetzt im Sommer 35 Grad Hitze und Schwimmbad. Der Vorteil vom Gecko ist halt im Gegensatz zu anderen Greifreifen, dass er halt bei Nässe immer noch genug Grip hat, dass er nicht heiß wird und dass er halt nicht abfärbt an den Fingern. Und dass er durch seine ergonomische Form sehr gut in der Hand liegt. Gerade jetzt bei eingeschränkter Handfunktion ist es halt so, dass es bei mir enorm Taubheitsgefühlen und Kribbeln vorbeugt. Und was hier halt noch dabei ist, ist so eine eingearbeitete Gummilippe, die sich halt auch super einfach und schnell wieder wechseln lässt, ohne gleich den ganzen Greifreifen wechseln zu müssen. Ich kann damit einfach ganz mobil sein und so frei leben, wie ich es vorher auch getan habe.